Hallo, einen wunderschönen guten Morgen zu einem Unwetterspezial hier auf unwetteralarm.com. Wenn ihr meine Stimme hört, dann wisst ihr, okay, irgendwas passiert wieder am Himmel. Ja, brütende Hitze im Südwesten. Ja, heute schwitzen und morgen noch ein bisschen mehr schwitzen, wobei die Luft dann noch schwüler wird und es noch unerträglicher wird. Und ihr wisst, schwüle Luft, oh oh, da ist was im Busch. Genau. So. Wir schauen jetzt mal auf das Super-HD-Modell von Kachelmann-Wetter.com. Es sieht momentan so aus, wobei die Entwicklung noch etwas unsicher ist. Vor allen Dingen im Norden und Nordosten ziehen wahrscheinlich bereits am Donnerstagmorgen kräftige Schauer und Gewitter quasi von Nordwesten nach Südosten. Und das können wir jetzt hier auch schon auf dem Modell Super HD sehen. Wir sind jetzt quasi bei 6 Uhr morgens und dann sehen wir schon, dass dort im Nordosten Gewitteraktivitäten vorhanden sind. Ich möchte das euch jetzt mal ein bisschen veranschaulichen und klicke das jetzt einfach mal ein bisschen weiter. So, 6 Uhr. 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr. Und ihr seht, ja, da ist schon ordentlich was an Energie drin. Und dort, wo es dann zu Gewittern kommt, diese können dann auch lokal unwetterartig ausfallen. Lokal heißt in dem Fall nicht, wir gehen in die Kneipe und trinken was, sondern lokal heißt eng begrenzt. Das heißt, ja, da kommen wieder Diskussionen, was redet ihr da von Unwettern? Bei mir war nichts. Und bei den anderen fallen halt die Bäume um. Aber das könnt ihr ja dann selber in den Nachrichten sehen und, und. Ja, weiter geht's. Wir klicken jetzt mal weiter. 10 Uhr. Um 10 Uhr, seht ihr, sind wir schon bei den Gewittern über Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Wie gesagt, auch hier wieder, ne? Das zieht dann immer weiter Richtung Osten. So, und weiter geht's. Und die Gewitter ziehen noch ein Stückchen weiter. Und jetzt sind wir schon bald in der Bundeshauptstadt. Ja, wobei da ist es ja nicht ganz so heiß jetzt wie im Südwesten, aber dennoch seht ihr, sind auch dort Gewitter möglich, wahrscheinlich auch, können auch unwetterartig sein, muss man abwarten, dort bestehen immer noch Unsicherheiten, auf jeden Fall müsst ihr euch morgen darauf einstellen. So, okay. Jetzt könnte man denken, jetzt ist alles vorbei, aber wie ihr seht, wir sind jetzt bei 15 Uhr. Diese Gewitter, die damals hier oben angefangen haben, die sind immer noch im Verlauf, immer noch weiter nach Sachsen gezogen. Aber jetzt bilden sich schon wieder neue Gewitter. Das sind dann auch Hitzegewitter, die halt in der extremen Wärme einfach entstehen. Die sind dann lokal schon wieder über dem ganzen Südwesten möglich. Und wenn wir jetzt mal im Verlauf weiterziehen, seht ihr, dass von den Benelux-Ländern erneut Gewitter entstehen, wobei auch immer wieder lokale Gewitter entstehen. Das ist morgen eigentlich eine Warnlage wieder für ganz Deutschland. Da kann man die Karte wieder in der Vorwarnung komplett gelb machen und wir können dann nur noch live verfolgen, also Nowcast, wo es dann wirklich abgeht. Aber wenn wir jetzt mal auf 17 Uhr gucken, ihr seht, in Niedersachsen, Hamburg, da sind auch wieder die Anzeichen für Schwergewitter auf dem Modell. Ja, das heißt also quasi, das Modell sieht, da könnte richtig was abgehen und schaut über Benelux-Länder. Ja, da kommen dann hier Niederlande, kommen auch wieder die schönen Gewitterchen rein. So, wir klicken jetzt mal weiter. Wir sind jetzt schon bei 18 Uhr. Und ihr seht, 18 Uhr, umso später der Tag, umso heftiger können die Gewitter ausfallen, ja, weil einfach die Sonne heizt die Energie auf und dann gehen die Kelvinwerte auch mal locker über 2000 Kilojoule und da geht ordentlich was. So, wir klicken mal weiter. 19 Uhr. So, jetzt sind wir schon direkt über NRW um 19 Uhr. Hier sieht man wieder im Super-HD-Modell. Achtung, Schwergewitter möglich. Und Schwergewitter heißt in dem Fall Hagel, Sturmböen, wobei die Sturmböen natürlich extrem sein können. Downbursts, alles ist möglich. So, weiter geht's. Jetzt sind wir bei 20 Uhr. Na, Niedersachsen wird's erreicht. Nordhessen, immer noch Nordrhein-Westfalen. So, 21 Uhr. Wir haben jetzt auch hier im Osten wieder Anzeichen für Schwergewitterlage. Um 21 Uhr, wohlgemerkt, ja. So, weiter geht's. So, jetzt schauen wir mal auf 22 Uhr und das Modell zeigt immer wieder, gerade im Osten wieder Gewitter. Nordrhein-Westfalen, Nordhessen ist dabei. Wir haben hier auch im Südosten vereinzelt über dem Bergland auch kräftige Gewitter. So, und wenn wir jetzt mal in dem Verlauf weitergehen, sehen wir jetzt hier über Hessen, also quasi über der Mitte, Gewitteraktivitäten weiter in Sachsen. So,
Und jetzt sind wir schon bei 0 Uhr. Und immer noch geben die Gewitter nicht auf. So, im weiteren Verlauf sehen wir auch um 2 Uhr nachts bilden sich immer wieder kräftige Wärmegewitter, die dann natürlich auch wieder unwetterartig ausfallen können. Wer hier wieder zum Beispiel in Baden-Württemberg sieht, weil hier ist immer noch Power in der Luft. Egal, ja, es geht weiter, weiter, weiter. So, 3 Uhr nachts, Bayern, es könnte sein, dass ihr dann ein wenig geweckt werdet durch richtig viele Blitze und Donner. Ne? Wir sind jetzt mitten in der Nacht, 4 Uhr, Gewitteraktivitäten in Bayern nach wie vor vorhanden, weil das geht dann hier quasi, hier unten hält sich die heiße Luft am längsten und deshalb wird es da wahrscheinlich dann auch erst in der Nacht zum Morgen. Haben wir im Südosten nach wie vor noch Gewitter, wobei sich dann die Lage hier oben beruhigt, weil erstmal die Energie fort ist. Das ist genauso, als wenn ihr einen Stecker zieht und dann ist erstmal vorbei. So, ja, selbst um 8 Uhr, wie gesagt, im Bayern immer noch Gewitteraktivitäten. Das geht dann weiter bis quasi um 10 Uhr und dann ist Schicht im Schacht. Das ist die Lage für morgen. Das sind Unsicherheiten. Ihr dürft euch jetzt nicht direkt darauf berufen, was der Angelo euch jetzt hier erzählt. Genau um die Uhrzeit passiert dieses Gewitter an dieser Stelle. Das ist Quatsch. Morgen haben wir eine Unwetterlage und es wird lokal auch wieder Bäume zum Fall bringen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber das sind lokal eng begrenzte Sachen. Und wir können heute garantiert noch nicht sagen, bei wem es morgen passiert. Aber es ist eine Vorwarnung auf morgen, auf die ihr euch einstellen könnt. Ja, quasi schon, wie gesagt, im Nordwesten schon ab morgen und dann quer rüber und immer so weiter den ganzen Tag. Wir werden morgen eine allgemeine Warnlage für ganz Deutschland haben, weil es ist einfach so, dass an jeder Stelle in Deutschland sich morgen Gewitter bilden können. Die einen sind halt ein bisschen schwächer und die anderen, die sind dann halt richtig heftig. Ja. Ihr könnt das wahrscheinlich auch wieder live bei den UWA-Wettermeldern sehen. Da sind ja unsere Wettermelder immer kräftig am Bilder posten. Und da könnt ihr euch dann auch schon einen Reim drauf machen, was denn alles möglich ist oder was eben nicht möglich ist. Udo wird sich zeitnah mit schriftlicher Form bei euch melden und er wird euch dann auch nochmal das erzählen, was euch morgen erwartet. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Bis dann, ciao.